Das Wunder von Ägypten. Als wären sämtliche, nennen wir sie mal, Repressalien an Knien und Hüften nicht vorhanden, erreichte ich beim 25-jährigen Jubiläum des Ägyptien-Marathon am 12. Jänner 2018 in Luxor am östlichen Ufer des Nils wieder einen Protestplatz bei einem internationalen und etwas anderen Laufevent. Nach über 42 staubigen und heißen Kilometern strahlte ich wahrlich vor Glück. Bei dieser imposanten und gleichsam spannenden Laufstrecke eroberte ich im Tal der Könige mit 3:14:13 die Bronzemedaille. Nach der offiziellen Siegerehrung am Fuße des Hatschepsut-Tempels war ich völlig verwundert, denn als ich die herausfordernde Streckenführung und die Konkurrenz am Start sah, hätte ich mir einen solchen Erfolg bei diesem alles anderen als normalen Marathon mit über 36 teilnehmenden Nationalitäten nicht zu träumen gewagt. In Österreich zurückgekehrt gab es dann noch eine besondere Überraschung für mich, als der ägyptische Botschafter Omar Amer Youssef mir in der Botschaft in Wien eine besonders schöne Büste des rätselhaften Pharaos und altägyptischen Königs Tutanchamun überreichte. Das gespendete Preisgeld für den dritten Platz von 1500 Euro der Rivest GmbH in Innsbruck spendete ich für die Hilfsorganisation von Life Goes On. Für mich wird dieses Abenteuer wieder unvergesslich in Erinnerung bleiben. Und somit möchte ich mich an dieser Stelle auch bei Noel Turner von Freezer für seine Freundschaft und sein Vertrauen zu diesem Spontanabenteuer bedanken.